freue mich aus zwei Gründen heute ganz besonders, zum den Abend zum begrüßen dürfen. Und zum Ersten, dass ich endlich mal da in Feldbach Deutsch reden darf. Wir haben mich nicht gehörig verstaut. Bitte einfach auf den Untertitel schauen, die werden von der Stadt Feldbach sicher bald eingeblendet. Und zum Zweiten freue ich mich heute, dass wir wirklich einen ganz besonderen Gast heute da haben, von der Remser Rütte, Andreas Jäger. Er ist einer von der anerkanntesten Experten in seinem Fach, er ist Meteorologe. Er ist Klimaforscher und das nicht nur als Studierter, sondern wirklich aus Leidenschaft, dass man seinem Lebenswerk aussieht. Und was ihn heute als Gast ganz besonders gemacht, ist, dass er das, dass er nicht nur in der Wissenschaft verhaftet ist, sondern das auch wirklich auf Deutsch abbrechen kann, so dass er jeder versteht, um was es wirklich geht und was das für uns auch heißt, die 2 oder 3 Grad mehr. Und freue mich auf einen spannenden Vortrag in geschliffenem Deutsch von Andreas Jäger. Bitte dich. Danke, Michael. Danke vielmals. Danke. Das ist ja meistens lässig. Komm, reden wir weiter Deutsch, oder? Das ist viel lässiger. Meine Aufgabe ist es heute Abend ein bisschen so den Klimawandel, ich werde es wirklich durchaus global anfangen, aber ich werde natürlich versuchen immer und das auch machen und das aufs Vulkanland, auf die Oststeiermark, auf Feldbach runterzubrechen. Was eigentlich gerade global passiert, hat regional extreme Auswirkungen. Also man kann das nicht trennen, das ist überhaupt das größte Learning von dem ganzen Klimawandel. Wir sind nicht alleine, wir waren es nie. 1816, wer sich erinnern kann, die letzte Hungersnot in Europa und in Nordamerika. Die Menschen sind auch hierzulande zu Tausenden verhungert. Ja? Die Hungersnot, das berühmte Jahr ohne Sommer war 1816 und im darauffolgenden Winter sind die Menschen verhungert und erfroren, weil die Ernten so schlecht waren. Damals hat Mary Shelley Frankenstein geschrieben in Genf, weil das Wetter so schlecht war. Aber warum war das Wetter so schlecht? Warum war das Jahr ohne Sommer? Weil ein Jahr davor der Vulkan Tambora in Indonesien ausgebrochen ist. Es gab in dieser Zeit ein paar große Vulkanexplosionen, aber es war der größte. Und man muss sich vorstellen, es dauert dann immer so circa ein halbes Jahr, bis die ganze Erde von diesem Schleier an Sulfatteilchen erfüllt ist. Und dann haben wir Global Dimming und dann ist der Sommer runtergefahren. Es hat nur geregnet, schlechte Ernten. Das Getreide ist in den Speichern verschimmelt. Und so hat man dann auch die Hungersnot gehabt. Also wir waren nie alleine. Man hat keinen Radius gehabt, aber trotzdem, das, was in einer anderen Welt passiert, ist irgendwo anders, hat sehr wohl bei uns Auswirkungen. Und das ist natürlich der Punkt beim Klimawandel, dass alles zusammenhängt. Wir können nichts alleine denken. Wir sind da irgendwo drinnen. Wir sind beeinflusst von dem, was die anderen machen und von dem, was wir machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Heuer war es besonders spannend. Ich habe mit dem Herrn Latzki von der Grazer Wechselseitigen getroffen, die Grazer Wechselseitige, nicht, dass sie jetzt da Versicherung machen müssen, überhaupt nicht, aber das ist der größte Rückversicherer in Österreich, der größte österreichische Rückversicherer, also das ist jemand, der die Versicherungen versichert. Weil sonst würde der Versicherung, wenn da in ihrem Gebiet eine riesen Naturkatastrophe ist, würde die flöten gehen und dann gibt es Versicherte, die sich beim Rückversicherer, dass der sozusagen versichert. Ja. Und ein ganz großes Event und das ist ganz, ganz wichtig. Das war 30. Juli, ihr wisst es ganz genau, ihr könnt euch erinnern, in Graz war das am Abend 17 Uhr los, hat es angefangen, ein unglaubliches Unwetter, also ein Wolkenbruch, ein Wolkenturm, der muss extrem in der Höhe geschossen sein. Damals sind in 2 vergangenen Sommer, ihr wisst es, ich sage die Zahlen nur noch einmal, in 2 Stunden 160 bis 170 Liter pro Quadratmeter in Graz Korn gefallen. Das ist das, fast das Doppelte von dem, was normalerweise im ganzen Juli in Graz fällt, in 2 Stunden. Starke Niederschläge, Hagel, das kennt ihr besser als jeder andere. Das ist die Region hier mit den meisten Gewitter in ganz Europa. Das war immer schon so. Das ist die spezielle Lage da. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, aber man muss sich vorstellen, da ist der Alpenbogen. Also ich habe da den Alpenbogen, dann habe ich da irgendwo die Oststeiermark. Ja? Und dann ist sozusagen oft einmal so eine Retorte an warmer, feuchter Luft hier geschützt durch den Alpenbogen. Und wenn dann über den Alpenbogen drüber kalte Luft fährt, dann legt sich kalte Luft über die warme Luft unten und dann muss sich das Ganze natürlich um. Ja? Das muss sich umschichten, weil unten ist ja die leichte Luft, oben die schwere, die schichtet sich um. Und beim Umschichten kommt es zu unglaublichen Vertikalbewegungen. Und wenn dann Feuchtigkeit drin ist, dann regnet es. Also das kennt man hier schon ewig. Nicht umsonst haben sie auf der Riegersburg schon vor Jahrhunderten Frauen als Wetterhexen verbrannt. Weil es dieses Wetterphänomen immer schon gab.
Aber der Punkt ist, dass es jetzt mehr wird. Aber da kommen wir später drauf. Also das war in Graz. Spannend auch für mich zu sehen, die Niederschlagskarte damals. Man sieht hier, da wo es so lila ist, sind über 100 Liter pro Quadratmeter eben da bei Graz. Und da hat man also bei dem Event, im letzten Jahr nicht, aber diesen Sommer hat sie ziemliches Glück gehabt im Feldbach, weil da war offensichtlich, hier ist auch lila, da muss irgendwo in Slowenien auch noch so eine Zelle gewesen sein, ein ziemlich großes Drum, und dazwischen war man in Feldbach im Absinken. Also es kann nicht immer raufgehen, es muss dazwischen auch runtergehen, sonst ist unten die Luft weg. Da würden wir alle ersticken. Also das war ein Glücksfall. Wem das? Also das war das Event diesen Sommer. Schäden aus dem Event, 30 bis 40 Millionen in 2 Stunden, 30 bis 40 Millionen versicherter Schaden, Gesamtschaden geschätzte 100 Millionen. In 2 Stunden. Aber jetzt schauen wir ein bisschen in die Welt hinein. Dieser Sommer war schon ein richtiger Katastrophensommer. Ich habe geglaubt, wie das im Sommer losgegangen ist, Ende Juni, da drüben in, das ist in British Columbia in Kanada, leiten einen riesen Waldbrand, die haben einen Temperaturrekord von 49,6 Grad gemessen, so heiß war es dort noch nie. Die haben ihren alten Temperaturrekord um 6 Grad erhöht. Das ist extrem viel. Als wir in Österreich 2013 zum ersten Mal 40,1 Grad gemessen haben, haben wir den alten Temperaturgrad um 6/10 erhöht. Also das war ein irrsinniger Sprung. Die Station, die es gemessen hat, ist dann gleich abgebrannt. So, dann hatten wir diesen Waldbrand in Kanada. Dann hatten wir im Ahrtal in Deutschland schwerste Überschwemmungen. Ein paar Tage später, da bin ich schon langsam, was ist denn da los? Dann ein paar Tage später in Russland, in Jakutien, hat eine Waldfläche der Größe der Schweiz gebrannt. Und in China gab es auch schwerste Überschwemmungen in einer Region. Also wirklich mit auch über 300 Menschen, die da ertrunken sind. Also das Ganze ist mir dann extrem aufgefallen, und es ist einfach klar, dass es kein Zufall ist. Das hat ein Muster, da hängt was dahinter, und das möchte ich euch heute rüberbringen. Also am Ende des Abends werdet ihr rausgehen und das verstehen. Das ist das Ziel. Das kann jetzt ein bisschen wehtun, weil jetzt müssen wir dann zwischendurch ein bisschen Mythologie machen, aber es wird lustig. Es wird trotzdem, okay, ja, manchmal Schmerzen, naja, ich weiß nicht, ob das lustig ist, aber ja. Fangen wir so an. Wir gehen einmal ein bisschen, wir entspannen uns, gehen raus in den Weltraum bis zum Jupiter. Das ist der Jupiter, und so ein Planet ist ja auch nur, der hat im Grunde das gleiche Problem wie die Erde. Was ist das Problem von einem Planeten, der von der Sonne beschienen wird? Das Problem ist, dass ein Planet rund ist. Und ich habe, wenn die Sonne scheint, hier vorne wird es richtig heiß, und da, wo es flacher wird, wird es nicht so heiß. Das heißt, ich werde immer ungleichmäßig erwärmt, weil der Planet eben rund ist, wird er von der Sonne ungleichmäßig erwärmt. Und in der Natur darf das nicht sein, das darf nicht hier warm sein und hier kalt. Die Natur sagt, ich will, dass es überall gleich kalt oder gleich warm ist. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, es muss so sein, die Entropie muss zunehmen. Das ist in der Natur so, das muss so sein. Das heißt, die Natur wird alles in Bewegung setzen, dass sie das ausgleicht. Dass diese Wärme nach Norden geht und die Kälte nach Süden, dass das überall gleich ist. Und das ist das Wetter. Das Wetter ist nichts anderes als der ständige Versuch, den Temperaturausgleich zu schaffen. Der Versuch, bitte bringen wir die Wärme nach Norden und die Kälte nach Süden, vermischen wir das, dass überall gleich kalt ist. Also der Motor des Wetters ist der Sonnenschein. Das Wetter ist der Sonnenschein. Wenn man die Sonne ausschalten würde, man würde die Sonne ausschalten, würde das ganze Wetter auf der Erde in ungefähr einer Woche stehen. Dann wären die ganzen Luftbewegungen, die wir jetzt haben, von der Reibung, und es ist kein Antrieb mehr für die. Wieso sollen sie sich denn da bewegen? Und dann wäre es überall gleich kalt. Ziemlich gefroren, ziemlich sehr kalt. Ja? Aber der Antrieb ist sozusagen diese ständige Sisyphusarbeit, zu versuchen, das, was die Sonne da anscheinend zu machen. Das Problem hat jeder Planet. Und jetzt ist spannend beim Jupiter. Der Jupiter zum Beispiel, der hat eine ganz geringe Neigung, nur 3 Grad, nicht so wie wir, so 23, sondern so 3 Grad, der hat praktisch keine Jahreszeiten, das ist mal das Erste. Aber das Zweite ist, der Jupiter ist nicht nur der größte Planet des Sonnensystems, sondern ist auch der, der sich am schnellsten dreht. Wir brauchen wie lange für einen Tag auf der Erde? So eine Umdrehung? Ist keine Fangfrage, 24 Stunden. Und der Jupiter schafft es in 10 Stunden.
Also der pfeift richtig dahin. Ja? Der bewegt sich wahnsinnig schnell. Das heißt, die Corioliskraft, diese Ablenkungskraft, diese scheinbare, wenn man sich da bewegt und der Planet ist weg, dann die ist viel, viel größer am Jupiter, die ist viel, viel stärker. Also was ist mit der Corioliskraft, das hört sich so kompliziert an. Ja? Ist ganz einfach, ist ganz einfach. Also wenn ich sozusagen am Jupiter bin, ich bin am Jupiter und ich fliege über den Jupiter, ich habe keinen Kontakt zu ihm und ich fliege entlang dieser strichlierten Linie darüber, dann fliege ich für mich gerade. Ich fliege rüber, ja? Und zurück, für mich gerade. Aber wenn jetzt jemand auf dem Jupiter sitzt, was er nicht kann, weil es ein Gasplanet ist, aber wenn er sich sozusagen mit dem Jupiter mitdreht, während ich für mich gerade rübergehe, dreht sich der weg und somit mache ich für ihn eine Kurve. Das ist die Corioliskraft. Okay? Und auf dem Jupiter, am Jupiter ist diese Ablenkung viel, viel stärker als bei uns, weil er sich viel schneller dreht. Und das ist der Grund, wieso wir hier im Jupiter diese gebänderten Strukturen haben. Wir haben hier lauter so gebänderte Strukturen. Das heißt, normalerweise, wenn ein Planet, wenn es ein Jupiter stehen würde, er wird da warm, da kalt, würde man sich erwarten, dass hier die Luft aufsteigt und so, dass sich sozusagen nach Norden so eine Hadley-Zelle bildet, die von Süden nach Norden geht. Aber das kommt gar nicht zustande, weil der sich so schnell dreht. Es gibt hier sozusagen Jets, die von West nach Osten und von Ost nach Westen drehen. Das Spannende auch beim Jupiter ist, dass wir hier, jeder kennt zum Beispiel diesen roten Fleck am Jupiter, das ist ein Wirbelsturm, den wir, seit wir den gesehen haben, beobachten, der war immer da. Der Jupiter ist ein Gasplanet, ganz wenig Reibung, der ist aufrechterhalten, der ist einfach da. Ich meine, der ändert sich, der war mal doppelt, mehr als doppelt so groß wie die Erde im Durchmesser, jetzt ist es nur anderthalbfach, also er ist größer als die Erde. Also der ändert sich schon, aber er ist immer da. Auf der Erde passiert es nicht. Auf der Erde ist die Reibung so groß, dass Tiefdruckgebiete, also sagen wir jetzt ein System, das sich dreht, ein Tief zum Beispiel, das sich dreht, dissipiert, also es reibt sich am Boden auf. Also es wird einfach durch Reibung gebremst. Tief ist normalerweise in 2-3 Wochen Geschichte spätestens. Das zieht über uns drüber, aber irgendwann hinten, das zieht nicht ewig um den Planeten herum, sondern das ist irgendwann löst es auf. Das ist ein Unterschied, das ist nur spannend. Aber das Entscheidende ist jetzt, dass der Jupiter solche Jets hat, wo der Wind in großer Höhe von Westen nach Osten oder von Osten nach Westen pfeift. Und auf der Erde haben wir das auch. Wir haben auch auf der Erde Winde, Jets, Strahlströme, Starkwindbänder, die in großer Höhe von Westen nach Osten pfeifen. Man kennt es vielleicht habt ihr schon gehört, wenn man von Wien nach New York fliegt, braucht man länger und mehr Kerosin wie retour. Weil man retour fliegt von New York nach Wien, sozusagen von diesem Westwindband angeschoben wird. Das ist etwa 10 Kilometer Höhe. Windgeschwindigkeiten 200, 300 Stundenkilometer, kein Problem. Da wird man angeschoben, fliegt man schneller und man braucht weniger Kerosin. Ja? Also es gibt diese Westwindbänder. Das Spannende ist jetzt aber, das hört sich, denkt, was redet er da? Wir wollen vom Klimawandel reden, was hat er denn jetzt? Das ist ein Aufbau, der sehr wichtig ist. Wenn wir das Westwindband verstanden haben, dann verstehen wir auch, wieso sich das Wetter bei uns geändert hat und wieso wir es geschafft haben, das zu ändern. Ihr seid noch bei mir, oder? Ist noch keiner ausgestiegen und sagt, das ist ja das Fahrerste, was ihr seit vielen Jahren gesehen. Passt. Also, es ist ganz einfach. Ich zeichne mal auf. Das ist sozusagen die Nordhalbkugel. Ja? Da wäre sozusagen der Nordpol, da wäre Feldbach. Ja? Äquator. So, also wir haben in großer Höhe Jets, ein Jetstream, der von Westen nach Osten weht. Der weht aber nicht so pfeilgerad von Westen nach Osten wie am Jupiter, weil die Erde sich gemächlicher dreht, wird es nicht so schnell abgelenkt, so stark abgelenkt. Das heißt, wenn ein Luftpartikel sich nach Süden auf den Weg macht, kann es noch, bevor es wieder zurück auf die richtige Bahn gebracht wird, durch die Corioliskraft, ja, kann es ein bisschen nach Süden und dann wieder nach Norden und Süden. Das heißt, wir haben das Westwindband, aber das macht so Wellenbewegungen. Also hier geht es mit 150, 200, 300 km/h von Westen nach Osten, aber das ist eine Welle, wir sprechen von der Rossby-Welle. Das ist keine Wasserwelle, die so geht, das ist eine, also von oben nach unten, sondern es ist eine Welle, die nach Süden ausbricht, dann wieder nach Norden, nach Süden, nach Norden, nach Süden. Ja? Also über unseren Köpfen geht es so, so und wieder zurück, aber über tausende Kilometer, je nachdem. Und jetzt kommt dann ein ganz wichtiger Punkt,
Es ist physikalische Tatsache, dass in jedem Wellental hier ein Tief drin sitzt. Und in jedem Wellenberg sitzt ein Hoch. Ihr wisst schon, das Hoch, wo dann die Sonne scheint oder wo es, ja, ein Tief, wo sich vertikal bewegen, wo ich Wolkenbildung habe, Schneefall, Regen, was auch immer. Das heißt, ich habe hier in diesem Tal ein Tief. Ich habe da gerade im Moment, ja, über Feldbach habe ich ein Hoch. Dann habe ich da ein Tief. Dann habe ich da hinten ein Hoch und dann habe ich da ein, gut, okay, Prüfung bestanden. Also das heißt, ich habe wie an einer Perlschnur gezogen, hoch und tief. Aber das ist jetzt nicht so, dass die da stehen und sagen, ich bin hoch und bin tief, die ziehen. Also diese Welle hat eine Phasengeschwindigkeit. Das heißt, dieses Hoch und dieses Tief, die ziehen nacheinander so rüber. Wie in einer Perlschnur gezogen. So muss man es vorstellen, ziehen die so durch. Jetzt gerade in Feldbach, ja, sitze ich in einem Hoch drin, aber das zieht ab, dann kommt das Tief, dann kommt das Hoch, das Tief. Man hat, also das ist sozusagen im Mittel. Man hat früher in den 80ern, hat man noch gesagt, im Schnitt habe ich bei uns in den mittleren Breiten, wo wir wohnen, das ist etwa von 40 Grad Nord bis 68 Grad Nord, sozusagen in der Westwindzone, in den mittleren Breiten oder bei uns in Österreich auch, da habe ich 3 Tage schönes Wetter, weil so lange dauert es, bis das Hoch durch ist. Dann habe ich 3 Tage schlechtes Wetter, so lange dauert es, bis das Tief durch ist. Dann habe ich 3 Tage schönes Wetter, dann habe ich 3 Tage schlechtes Wetter. Das ist unser wechselhaftes Wetter, von dem wir leben, das wir gewohnt waren. Das immer so war und immer so, ja, das ist der Punkt. Die Hoch- und Tiefdrucksgebiete bewegen sich von Westen nach Osten. Deswegen schaut man beim Wetterbericht immer in den Atlantik raus und schaut, was macht die Wetterküche Atlantik, tief über Island, mit großer Wahrscheinlichkeit 3 Tage später bei uns oder vor. Es kann natürlich auch über die Skandinavier fahren und uns in Ruhe lassen, aber im Großen und Ganzen, das Tief über Island wird immer irgendwo in Europa aufschlagen, weil es sich von West nach Ost bewegt. Aber wie schnell bewegt sich so ein Hoch und ein Tief? Da ist ganz wichtig, die Atmosphäre ist dispersiv, es hängt von der Wellenlänge ab, das heißt ganz einfach, große Hoch- und große Tiefdruckgebiete bewegen sich viel langsamer, kleine pfeifen dahin. Wenn sie ganz groß werden, werden sie immer wabriger, immer langsamer und irgendwann sind sie so groß, dass sie stehen bleiben. Wir Meteorologen sprechen von einer blockierenden Lage. Die Atmosphäre hat quasi Verstopfung, da geht nichts weiter, das bleibt stehen. Das hatten wir diesen Sommer. Wir hatten eine Verstopfung. Also bitte, wenn das jetzt irgendjemand das nicht ganz folgen kann, ich kann das auch noch einmal wiederholen. Ja. Es ist jetzt nämlich fundamental, das müssen wir jetzt schon verstehen, weil sonst ist es nicht lustig. So, also, Feldbach, das Zentrum der Welt. Heuer war es nämlich so, dass wir so eine Situation hatten. Wir haben eine ganz große Welle gehabt, ganz großes Hoch, ganz große Tiefdruckgebiete, ganz große Hochdruckgebiete. Wir hatten hier Kanada, sitzen über Wochen im Hoch. Trocken, 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 Waldbrand, Temperaturrekord. Europa, Deutschland, sitzen über Wochen im Tief. Es regnet immer wieder. Es regnet nicht durch, aber immer wieder. Die Böden sind gesättigt, dann regnet es schon wieder drauf. Ja? So funktioniert eine Naturkatastrophe mit Überschwemmungen. Immer ständiger Regen. Es muss nicht auf einmal in 2 Stunden so viel regnen. Es reicht, wenn es 2 Wochen lang viel regnet. Irgendwann ist der Boden gesättigt, es kann nichts mehr eindringen in den Boden, geht in die Flüsse rein, kleine Flüsse machen einen großen und so. Kennt es aus. Also das ist da passiert. Dieses Hoch zum Beispiel war das Hoch jetzt über Sibirien. Temperaturrekord, 38 Grad, dort oben in Sibirien noch nie gemessen. Heuer geschafft, Waldbrände in Jakutien, ich habe es vorher schon gesagt. Also, das hatten wir. Wir hatten große Hoch- und große Tiefdruckgebiete. Wir hatten eine blockierende Situation, eine ganz lange Welle, eine Welle mit langen Wellen, also mit einer ganz langen Wellenlänge. Eine Rossby-Welle. Und der Punkt ist jetzt, dass durch den Treibhauseffekt wir diese Lagen öfter haben als früher. Wir haben ja immer schon gehabt, dass einmal ein Hoch stabil war im Sommer. Das ist ja nicht neu. Aber sie sind viel stabiler geworden. Das Wetter ist extremer geworden. Ich sitze viel wahrscheinlicher heutzutage öfter unterm Regen die ganze Zeit oder öfter unter der Sonne als früher. Warum? Das kann man verstehen. Der Antrieb für den Jet. Es gibt 2 Antriebe für den Jet. Das eine ist die Drehung des Planeten. An dem haben wir nicht herum. Also der Tag hat immer noch 24 Stunden. Okay?
Das haben wir nicht geändert. Was wir geändert haben, der zweite Antrieb, ist der Temperaturunterschied zwischen kalt und warm. Wir sind ja hier, der Jet bildet sich nämlich genau dort, wo die warme subtropische Luft ja, auf die kalte Polarluft trifft. Genau an dieser Luftmassengrenze bildet sich der Jet. Und die Tiefdruckgebiete sind ja nichts anderes als große Maschinen, die versuchen, kalte und Warmluft zu verwirbeln. Also das System schafft sich Ordnung, um großräumig Unordnung zu schaffen. Das ist total lustig. Das finde ich total spannend. Weil ein Tief ist ein geordnetes System. Da habe ich Kaltfronten, Warmfronten. Ist geordnet. Da ist was da. Es ist nicht alles vermischt. Ja? Also die Natur liebt Unordnung. Es wird nie so sein, dass 21% unsere 21% Sauerstoffmoleküle hier plötzlich in dem Raum sind und Stickstoff ist da. Das wird immer vermischt sein. Ja? So ist die Natur. Okay? Also, deswegen haben wir hier den Jet. Weil da kalt ist, da warm. Und der Jet lebt vor diesem Temperaturgegensatz. Je stärker der Gegensatz ist, umso schneller pfeift er. Und umso geradliniger im Vergleich ist er, umso kleinere Wellen schlägt er. Und größere Wellen schlägt er, wenn der Temperaturgegensatz abgebaut wurde. Und den haben wir abgebaut. Und das ist total einfach zu verstehen. Wir haben immer gewusst, schon in den 80ern, haben wir gewusst, dass der Treibhauseffekt an den Polen viel stärker zuschlagen wird wie am Äquator. Der Treibhauseffekt ist an den Polen viel stärker als am Äquator. Warum? Bildlich gesprochen ist es so, als hätte die Erde, sagen wir so, am Äquator eine grüne Hose an und drüber ein weißes T-Shirt. Schnee, Eis, Meereis. Das heißt, dort, wo das weiße T-Shirt ist, wird die Sonne reflektiert. Da kann die Sonne nicht so effektiv angreifen. Dort, wo es grün ist, ist es grün, da kann sie gut angreifen. So, und durch einen Treibhauseffekt, wenn jetzt sozusagen ich da CO2 reinpumpe, jetzt wird es ein bisschen wärmer, habe ich ein Temperatursignal. Das Temperatursignal sorgt dafür, dass mein weißes T-Shirt ein bisschen abschmilzt. Und unter dem abschmelzenden T-Shirt wird eine dunklere Oberfläche frei. Egal, ob es jetzt das offene Meer oder Wald oder Wiese ist. Das ist dunkler. Das heißt, hier wird es noch wärmer, als es vorher geworden wäre. Das heißt, ich habe eine positive Rückkopplung. Ein Signal, das in die Richtung geht, wird weiter verstärkt. Und das heißt, dass deswegen sind die Regionen, die sozusagen weit im Norden sind, viel sensitiver, weil wir weniger Schnee haben als früher. Das ist auch der Grund, wieso der Treibhauseffekt bei uns in Österreich stärker ist als in Deutschland. Die Deutschen haben 1,7 Grad, wir haben 1,9 Grad jetzt schon. Warum? Weil wir schon mittlerweile über das ganze Jahr gesehen weniger Schnee haben in den Alpen. Der Schnee, der Winter geht im Frühling schnell weg. Es schneit nicht mehr so in die Niederungen. Und die Deutschen haben diese Gebirge nicht. Da ist der Schnee sowieso weg. Bei uns kann sich der Schnee eben lange halten. Nur ist es weniger als früher und deswegen ist die Wärmung bei uns stärker. Verstanden? Das heißt, der Temperaturgegensatz zwischen da und da wird abgebaut. Da ist es nicht mehr so blau und da ist es genauso rot wie vorher mindestens. Das heißt, weniger Temperaturgegensatz, dadurch wird der Jet schwächer und dadurch die Wellenlängen größer. Also das ist genau der Punkt dahinter. Und jetzt kann man sagen, ja, ist es dann wirklich so? Stimmt das jetzt echt? Ist eine nette Theorie, ne? Dann schauen wir uns mal so die letzten 20 Jahre an. Wer kann sich an 2002 erinnern? Hochwasser, Kamtal, das war bis jetzt die größte Naturkatastrophe in Österreich meines Wissens mit 2 Milliarden oder sowas, 2,5 Milliarden Euro Schaden. Wir haben hier, das ist ein Ausflugsschiff auf der Salzach, das ist irgendwo in Dresden, also das war europaweit, also mitteleuropaweit war das eine große Geschichte und bei uns sowieso absolut katastrophal. Hat im Übrigen einen irrsinnig wichtigen Input gegeben. Also 2002 haben wir zu verdanken, dass wir jetzt sehr viel weitergekommen sind und im Gegensatz zu den Deutschen wirklich unsere Hausaufgaben gemacht haben. In 2002 haben die Wettermodelle den Regen geliefert, aber die hydrologischen Modelle waren noch nicht angekoppelt. Da hat man einfach gesagt, ach so, wenn so viel regnet, da wird da auch viel rauskommen. Und dann hat man gesagt, wir müssen das dringend koppeln und seitdem kommen diese Vorhersagen, die Wettermodelle bringen, die vorher sehr unsicher waren, jetzt besser geworden sind, kommen endlich auch in der Hydrologie an, weil das, was es regnet, kommt nicht immer beim Fluss raus, weil er viel versickert und. Ja? Klar, auf jeden Fall, das war ganz wichtig. 2002, was war das für eine Situation? Ein stehendes Hoch über uns, tief, ein stehendes Tief, okay? 2002 ein stehendes Tief. Dann ist es gleich Schlag auf Schlag gegangen. 2003,
Wer kann sich erinnern, 2003 bis heute ganz, ganz knapp der wärmste Sommer ever in Österreich. Wir haben die meisten Hitzetage überhaupt. Ich kann mich gut erinnern, von April bis September durchwegs blauer Himmel in Österreich. Durchwegs. Ein mächtiges Hoch, 50.000 Hitzetote in Europa, Menschen, die vorzeitig wegen der großen Hitze gestorben sind, weil man sich halt nicht daran gewohnt war und zu wenig getrunken hat und, und. Also, was wir hier sehen, das ist jetzt spannend, da sehen wir sozusagen, das ist der Sommer in Europa. Sommer in Europa, rot heißt überdurchschnittlich warm, blau heißt unterdurchschnittlich von den Temperaturen, also kühler als normal. Was sehen wir hier? Wir haben es schon gelernt. Wir sehen hier, wir haben ein Hoch und wir haben da über Kasachstan das Tief. Okay? Hoch, Tief. Also, das Jahr davor noch das Tief, wollte nicht weg, plötzlich das Jahr danach das Hoch will nicht weg. Es geht Schlag auf Schlag. Wir kommen 2005, Lech am Arlberg. 2005, ganz berühmt dafür, das war das Alpenhochwasser 2005. Waren die Alpen, nämlich Österreich, vor allem Vorarlberg und Tirol und die ganze Schweiz extrem bedient. Das ist bis heute in der Schweiz der größte Naturkatastrophenschaden, den sie je hatten. Ja, das war 2005. Also auch da, was ist der Täter? Wieder ein Tief, das nicht vom Fleck kommt, das ortstabil ist. Ja, schon 2005. Wir schauen weiter. Da machen wir einen kleinen Sprung, klimatologisch gar nichts. 2010 die nächste blockierende Situation. Wir haben 2010 unglaubliche Waldbrände in Russland. Und bei uns war es, wir hatten ein großes Glück. Es gab Überschwemmungen. Da, man sieht es in Tschechien, Polen und in Deutschland. Bei uns war da nicht viel los. Da ist das Tief halt das Blockierende ein bisschen mehr, hat sich mehr im Norden ausgeregnet. Aber trotzdem, man sieht die Struktur. Mittlerweile kennt ihr das schon. Wir sehen hier so Omega-Lage. Ja? Wir sehen hier ein Tief, ein Hoch über Russland, die ganzen Waldbrände und dann da wieder ein Tief. Dort, wer kann sich erinnern, 2010, Pakistan, ganze Täler wurden da ausgespült. Also zigtausende. Das war ganz, ganz schlimm. Das war genau diese Situation. Ein Tief, ein Hoch und ein weiteres flankierendes Tief, die sich nicht bewegen, Situation festgestanden, Atmosphäre ist verstopft. Eine blockierende Lage. Blocking. Wir gehen weiter. 2014, jetzt vielleicht nicht gerade das Extreme, das haben wir gar nicht in Erinnerung, was war das für ein Sommer? Naja, weiß man nicht. Aber was mir an dem gefällt ist, auch damals hatten wir eine ziemlich blockierende Lage, man sieht es wunderbar. Bei uns war das kein besonderer Sommer, eher kühler als normal. Hier sitzt ein Tief, dann haben wir da über Skandinavien und ehemaliges Osteuropa, oder eigentlich immer noch Osteuropa, ein Hoch, dann haben wir hier ein Tief und da oben wieder ein Hoch. Auch hier bildet sich die Welle ab. Jedes Jahr. Das ist 2015. Ein extrem warmes Jahr. Hier sieht man wieder blau, wärmer als normal, kälter als normal, rot, wärmer als normal. Wir sehen hier wieder über dem Atlantik. 2015 war sehr heiß. Ich kann mich noch erinnern, ich habe extra Doku gemacht über Hitze. Kalt über dem Atlantik, hier sitzt das Tief und hier sitzt das Hoch über Europa. Wieder ortsfest. Wir kommen jetzt schon zu 2019. Damals war die Hitze in Frankreich ganz, ganz extrem. Wir sehen hier so die 40er. Sehr, sehr heiß. Also es war auch ein sehr heißer Sommer. Auch da ganz Europa in dieser Hitze drin. Das heißt, es ist ein mächtiges Hoch. Wenn das nicht so ein mächtiges Hoch ist, sind Teile von Europa kühler. Nein, es ist überall überdurchschnittlich warm. Und dann, last but not least, 2021. Das hier ist das Ahrtal in Deutschland. Schäden vom Hochwasser versichert. 50 bis 80 Milliarden. Ja. War das jetzt der versicherte Schaden oder der Schaden? Es ist eigentlich egal. Also für einen Versicherer nicht, aber das ist, was Deutschland ertragen muss, ist enorm. Da hat übrigens die Informationskette nicht funktioniert. Sagen unsere von außen. Da hat was nicht funktioniert, weil die Modelle haben es gewusst und na, es war schwierig. Das ist Hallein.
Also es war bei uns eigentlich, von diesem Tief war Salzburg betroffen. Im Pinzgau gab es, im Mittersil zum Beispiel gab es Murenabgänge und so. Und eben Hallein war die Altstadt komplett überflutet. Also das war jetzt erst jüngst. So, und ich möchte jetzt noch, bitte nicht abschrecken lassen. Also, was ich sagen will, und ich möchte es jetzt hier untermauern, auch rechnerisch untermauern will, dass diese stabilen Lagen, wo sich nichts mehr bewegt, wir jetzt öfter haben durch den Klimawandel. Wir haben öfter, dass es nicht mehr aufhört zu regnen oder dass es nicht mehr aufhört, die Sonne zu scheinen. Ja? Das haben wir jetzt wesentlich öfter als früher. Als letztes, und dann breche ich es auch runter aus Vulkanland. Da sehen wir zum Beispiel Extremregen, wie heutzutage present oben, Extremregen, wie es heute der Fall ist. Also wenn es Starkregen gibt, ja? Wenn es Starkregen gibt, wie es heute der Fall ist, und wenn es Starkregen gibt im Zusammenhang mit blockierenden Lagen, heutzutage ist es im Moment so, dass es hauptsächlich sozusagen so Starkregen, das hat nichts mit blockierenden Lagen zu tun, das ist ein Tief, das durchzieht und das bringt halt viel Starkregen, weil viel Wärme da ist. Ich habe mehr Starkregen sozusagen im Mittelmeerraum. Warum? Weil da das Meer ist und das mehr Feuchtigkeit bietet. Das ist auch das Problem hier, dass das Meer so warm ist und sozusagen es nutzt mir nichts, wenn ich warme Luft habe und kein Wasserdampf. Also ist nicht eher auf der Sahara, in der Sahara wäre kein Niederschlag, weil eben das Wasser fehlt. Die Luft wäre ja sehr warm. Und je weiter man sozusagen ans Meer kommt, umso mehr regnet es da. Und wenn wir uns das für die Zukunft ausrechnen, dann sieht man, dass diese konvektiven Niederschläge viel, viel stärker werden. Die werden noch stärker. Das heißt, Niederschläge, eben diese Gewitter, die ihr kennt, die werden, wenn sie kommen, haben sie mehr Potenzial, bringen sie noch mehr Regen, wie wir es eben im vergangenen Sommer erlebt haben. Dann regnet es noch viel mehr, dann gibt es große Schäden. Und auch die Schäden aus stationären Systemen, auch die nehmen zu. Also, und das ist beides das Signal des Klimawandels. Die Wettersysteme sind bewegungsfauler geworden, sind öfter am gleichen Fleck und bringen das gleiche Wetter. Und das Zweite, es ist wärmer geworden. Dass es wärmer geworden ist, möchte ich auch noch ein bisschen unterstützen. Das hier ist die Temperaturkurve. Das ist ein richtiger Datenschatz, den wir in Österreich haben. Das ist meine Lieblings-, bitte jetzt nicht geistig weggehen. Das ist absolut meine Lieblingskurve. Das ist die schönste Kurve überhaupt. Das ist seit 1767, als Mozart noch lebte, messen wir Temperatur. Kremsmünster angefangen in Österreich. Wir haben wirklich über 250 Jahre eine Messreihe, die international ganz, ganz vorne ist. Nämlich durchgehend. Es nutzt mir nichts. In der Renaissance hat man das Thermometer erfunden, hat man mal zwei Monate gemessen und dann war es langweilig und hat man wieder aufgehört. Also es hat nur einen Sinn, wenn ich durchgehend messe. Und wir haben durchgehende Messungen seit damals. Natürlich immer mehr Messstationen, aber wir haben durchgehende Messungen. Wir sehen, jetzt wird es spannend. Wir sehen, das sind Jahre. Rote Balken heißt ein überdurchschnittlich warmes Jahr. Blaue Balken heißen ein überdurchschnittlich kaltes Jahr. So, was ist das Mittel? Wir beziehen uns auf ein Mittel. Das Mittel sind die 30 Jahre von 1961 bis 1990. Und was wir sehen, wenn wir zurückgehen, ab 1860 sind wir tief in der kleinen Eiszeit drin, also wenn wir da zurückgehen, vor der Industrialisierung, oder da ist schon Industrialisierung, aber da sind wir noch in der kleinen Eiszeit drin, und dorthin gehen, überwiegen natürlich die blauen Balken. Ja? Wenn man Richtung uns kommt, die roten. Viele, viele Informationen stecken da drin. Wir haben hier zum Beispiel 18, ja, da irgendwo ist es. Nein, das ist ja nicht der Sommer, es ist das ganze Jahr. Aber trotzdem, was wir sehen ist, das ist das erste Learning dabei, was wir sehen ist, dass die Schwankungen sehr, sehr groß sind. Also ich habe auch mitten in der kleinen Eiszeit, habe ich Jahre in Österreich, einzelne Jahre, die locker mit unseren Jahren da mithalten können. Also die Schwankungen sind enorm. Und was man noch sieht, und das ist halt das größte Indiz für den Klimawandel, dass wir seit circa 30 Jahren kein kaltes Jahr mehr haben. Kein Jahr, das mal so kalt war wie früher. Wer zum Beispiel ganz konkret auf den Sommer bezogen, nicht älter ist als 35 Jahre, hat noch nie einen kalten Sommer erlebt. Das ist seit über einer Generation, ist es nicht mehr so kalt, wie wir vielleicht noch, wie mancher von uns aufgewachsen ist. Also das ist der Klimawandel. Und da haben wir genau das Problem. Wir haben wärmere Luft,
die potenziell, wenn sie das Angebot kriegt, mehr Wasserdampf aufnehmen kann und wenn mehr Wasserdampf in der Luft ist. Und ich habe diese Retorte über der Süd- und Oststeiermark, diese warme Luft, die da so wuppert, herumwuppert. Und da kommt über die Alpen plötzlich angezündet an Nordwestlage und es kommt der Kaltfront über die Alpen so drüber, weil sie so mächtig ist. Und setzt sich auf die drauf, dann haben wir den ganzen Effekt. Das heißt, das Potenzial für noch stärkere Niederschläge, man, ihr kennt es eh schon, was es ist, ist einfach größer geworden und zwar ziemlich gewaltig. Das sind jetzt Zahlen aus Graz, also eigentlich aus der Steiermark, das ist gemittelt für die Steiermark. Und das ist sehr spannend. Wir sehen oben die Kieseli-Tage. Da geht es um Hitzewellen. Also Hitzewelle ist da per Definition, ich brauche 3 Tage über 30 Grad, mindestens 3 Tage über, sonst ist keine Hitzewelle. 1 Tag über 30 Grad ist keine Hitzewelle. Eine Hitzewelle ist mindestens 3 Tage über 30 Grad. Und wenn es jetzt mehr Tage sind und Anna zum Beispiel hätte jetzt 29 Grad, dann wäre die Hitzewelle unterbrochen. Na, da sagt man, wenn der Mittelwert dieser Tage über 30 Grad ist, darf einmal ein Einzelner auch, er muss halt wärmer als 25 Grad sein, okay? Und was wir sehen, das war nach früherem Mittelwert von 1960 bis 1990, war es absolut nicht üblich in der Steiermark, absolut nicht üblich, auch sonst in Österreich, dass es eine Hitzewelle gab, die 3 Tage dauerte. Also 3 Tage über 30 Grad war absolut unüblich, ist gar nicht jedes Jahr vorgekommen, ist eigentlich viel öfter nicht vorgekommen als vorgekommen. Deswegen hat man in der kleinen Eisstadt auch die Dirndln so schneidern können, wie man sie jetzt macht. Die sind viel zu warm für die heutige. Also die klassischen. Aber, und wenn wir jetzt das neue Klimamittel anschauen, von 1990 bis 2020, dann sehen wir, jetzt sind Hitzewellen absolut das Normale. Wir müssen jedes Jahr mit Hitzewellen rechnen. Und dazu kommt noch, dass die Hitzewellen länger geworden sind und sie kommen öfter. Also das ist ganz eindeutig das Signal jetzt. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, und ich habe das heute schon einmal gesagt, ich habe das heute, glaube ich, in der Presse, und der Herr Bürgermeister hat zu mir gesagt, ich muss das wiederholen. Und zwar, ich tue mir immer so wahnsinnig schwer zu vermitteln, was auf uns zukommt, weil eigentlich im Moment gerade das Wetter optimal ist. Ich finde ja das ganze Jahr, der Sommer wie Winter, ich finde es ja jetzt viel cooler als in den 70er Jahren. Ganz ehrlich, also ich finde es jetzt viel, die Seen sind wärmer, es ist irgendwie man kann länger draußen sitzen im Sommer und was trinken, also es ist doch eigentlich viel angenehmer. Aber das Problem ist, es geht weiter, das werden wir auch dann gleich sehen. Aber ich möchte da ganz kurz auch noch eine spannende Geschichte sagen. Das ist der Winter, das sind die Anzahl der Heizgradtagzahlen in der Steiermark. Also was ist das? Ein Heiztag ist per Definition, wenn die Temperatur, die Mitteltemperatur des Tages unter 12 Grad ist. Weil man sagt, die Häuser sind bei uns ungefähr so isoliert, dass wenn ich 20 Grad im Innenraum haben will und wenn die mittlere Temperatur des Tages unter 12 geht, dann muss ich heizen. Ja? Dann sage ich, dann habe ich einen Heiztag. Und die Heizgradtage, die gerade sind, da berechne ich auch ein, wie groß der Temperaturunterschied. Habe ich draußen 0 Grad? Habe ich minus 5 Grad, habe ich 5 Grad, habe ich 11 Grad. Bei 11 Grad muss ich schon heizen, aber natürlich viel weniger als bei minus 5, okay? Und wenn man denn diese Zahlen, wenn man das also die Heiztage mit diesen Gradzahlen noch sozusagen zusammenfasst, dann kommt man auf den Heizbedarf in einem Winter. Und das ist der Heizbedarf seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und wir sehen, wir sind da runtergekommen. Wenn wir uns das Mittel anschauen, zum Vergleich zu den 80er Jahren, müssen wir jetzt in der Steiermark ein Drittel weniger heizen als damals, jetzt schon. Was nicht unbedingt der Nachteil ist, aber nur, dass man sieht. So, und jetzt kommen wir in die Zukunft, weil jetzt geht es ans Eingemachte. Das sind jetzt wieder die Hitzetage, die Zahl der Hitzetage, einfach nicht die Hitzewellen, sondern nur Hitzetage. Hitzetage über 30 Grad, da sehen wir, dass wir heutzutage, wenn wir da reinschauen, in einem Bereich liegen zwischen 10 und 15 Hitzetagen, muss man rechnen, im Vulkanland, dass es im Sommer über 30 Grad hat. Ja, so circa 10 bis 15 Tage. Und wenn wir 2050 reingehen, da irgendwo sind wir zu Hause, dann sind wir schon bei über 40 Tagen.
also circa das Dreifache. Also in weniger als 30 Jahren muss man damit rechnen, dass der Sommer dreimal so heiß ist oder eben dreimal so viele Tage über 30 Grad sind. Und das Wichtige, das, was hier 2050 abgeht, ist terminiert. Das ist schon entschieden. Das ist das System, das dahin fährt. Das System ist so träge, dass bis 2050 das fort einfach. Ja? Aber ich muss jetzt anfangen zu bremsen, damit ich schaffe, dass ich es um 2050 vielleicht ein bisschen später zum Bremsen kriege. Das ist wie ein Tanker. Also wenn ich mit einem riesen Tanker, mit einem großen Tanker, Öltanker, irgendwo in Hamburg oder in Rotterdam in den Hafen fahre, dann muss ich, was sind wie viele Kilometer vor dem Hafen, anfangen zu bremsen. Sonst donner ich in die Hafenmauer. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Wir müssen jetzt bremsen, dass wir nicht darüber hinauskommen. Weil wir sehen, wenn wir nicht bremsen, dann werden die Hitzetage noch viel extremer. Das ist nur als ein Beispiel. Also das sind die beiden ganz großen Themen, meines Erachtens, im Vulkanland. Das ist das eine, dass es natürlich, weil es ist, es gibt einen gegenläufigen Trend. Es ist ja insgesamt auf der Alpen-Nordseite eher ein bisschen feuchter geworden, während es im Süden trockener geworden ist. Und dieser Trend sollte eigentlich weitergehen. Das ist zu erwarten, dass es eben noch trockener wird. Also dass man bewusst diese Initiativen, die hier gemacht werden im Vulkanland, die sind genau das, was man jetzt machen muss. Also hier wird genau das Richtige gemacht. Und dass man da als Kämmerregion dabei ist, ist einfach Gratulation, Gratulation. So muss man es machen. Wir müssen jetzt weiterschauen. Wir müssen schauen, dass wir uns adaptieren, dass wir das machen, was bis 2050 unausweichlich ist, dass wir das gut bewältigen. Das ist sicher bewältigbar. Da geht es nicht um Geld, es geht vielmehr um Kopf, das Richtige machen. Ja, schauen wir weiter. Weil das ist sozusagen das eine der letzten, ich bin fast schon durch, ja, dann reden wir nur noch über Lösungen und so. Ja. Weil das ist im Moment das ist die neueste Berechnung. Das ist das, worum es geht. Da ist 2050 und das, was ich gemeint habe. Also wir sehen hier, das ist die Temperaturkurve in Österreich, das ist nur Österreich, und wir sehen hier grün und rot. Grün heißt, wir schaffen Paris, wir sind auch global gesehen, nicht nur Österreich, global. Wir schaffen es wirklich von CO2 wegzukommen, die Wirtschaft fossilfrei zu machen und. Dann landen wir bei einer Erwärmung in Österreich von guten 2 Grad. Das ist das Grüne. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir so wie jetzt weitermachen und uns einfach nicht umstellen, wenn wir uns nicht umstellen wollen, weil es ist genug Kohle, das man verbrennen kann und Gas gibt, die finden immer wieder was und Fracking und so, ja, und Öl sowieso, alles kein Problem. Also wenn wir so weitermachen, dann landen wir bei einer Erwärmung nicht von guten 2 Grad, sondern bis zu 5 Grad. Und das ist ein enormer Unterschied und enorm wichtig, dass wir das eben vermeiden. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Wenn wir jetzt so 2050 reinschauen, sehen wir, dass sich der grüne Weg und der rote Weg noch überlappen. Also mindestens bis 2040, sogar noch bis 2050 ist es eigentlich entschieden. Erst nachher trennt sich das Ding. Und das ist auch der Grund, wieso das so ein Generationensproblem ist. Das heißt, was wir heute machen, wird entscheiden, was wir jetzt machen, wird entscheiden, was hinten nach 2050 passiert. Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie alt er ist, 2050. Und da kann er sich überlegen, gehört zu der Generation, die das noch erlebt oder vielleicht nicht mehr lebt. Vielleicht wären wir eh alle 120, dann werden wir es alle erleben müssen. Ne? Vielleicht aber auch nicht. Ja, ich weiß. Aber nein. Und das Lässige ist, dass ich möchte jetzt einfach nur ganz exemplarisch am Schluss, weil man kann ja die Menschen nicht so zurücklassen und sagen, ja, das ist ja Wahnsinn und das schaffen wir eh nicht und wie soll man das? Und jetzt haben wir doch nur fossil und wie tun wir das? Das ist ja gar nicht so, und die Leute wollen ja gar nicht, das ist ja viel zu teuer und so. Ja. Dazu muss ich sagen, ich bin so optimistisch, dass wir das schaffen können, weil ich einfach immer mehr Beispiele erlebe und sehe, wir haben es wirklich in der Hand, diesen Turnaround zu schaffen. Ganz auf jeden Fall. Ich sage jetzt nur eine Geschichte, an die ich nicht gedacht habe. Eine Geschichte, an die ich nicht gedacht habe, ist Häuser bauen. Häuser, also Gebäude und der Betrieb von Gebäuden, also Bau und Betrieb von Gebäuden, ist zu 40% für den CO2-Ausstoß verantwortlich. Das liegt daran, dass der Building Stock weltweit, also die Anzahl der Gebäude weltweit, wird sich bis 2060 verdoppeln. Nicht in Österreich.
Weltweit werden 2060, denkt mal an die großen Städte, die es schon gibt, 2060 doppelt so viel, das ist einmal im Monat New York, was gerade gebaut wird. Doppelt so viel Gebäude stehen wie jetzt. Und wenn man die, und jetzt kommt der Ding, wenn man die weiterhin, so wie jetzt, zu 90% aus Stahl und Beton machen, wo extrem viel CO2 frei wird, dann haben wir jagen wir 71 Gigatonnen CO2 in die Luft durch das Bauen dieser Gebäude. Das ist, als ob wir 10 Jahre so weitermachen wie bis jetzt. Ja? Und 10% haben wir Holzbau. Holzbau ist netto eine Senke. Weil Pflanzen das CO2 aus der Luft nehmen und den Kohlenstoff in ihre Biomasse einbauen. Und wenn ich dann sozusagen der Holzboden, das war mal Kohlenstoff, der als CO2 in der Luft war, der ist jetzt hier gespeichert. Der kann in der Luft nichts mehr machen, weil jetzt ist er da. Und jetzt ist einer hergegangen und hat gesagt, was wäre eigentlich, der Schellenhuber war das, der Klimatologe hat gesagt, was wäre jetzt nur als Fiktion, dass man mal eine Idee hat, was wäre, wenn wir den Spieß umdrehen? Was ist, wenn wir statt 90% Beton und 10% Holz, 90% Holz machen und 10% Beton? Was ist denn eigentlich? Was passiert dann? Und da hat sich das ausgegeben. Ich meine, es ist natürlich, kann man 90% Holz bauen? Ich weiß nicht, vielleicht geht sich das sogar aus. Manche Strukturen muss man Beton machen, vielleicht wird es sich sogar ausgehen. Ja? Ist egal, es ist nur ein Gedankenspiel. Und da kommt dann auf folgende Werte. Wenn man hergeht und 90% alles von allen Infrastrukturen und was man aus Holz macht und nur 10% aus Stahl und Beton, ist plötzlich, geht das auf 7 Gigatonnen runter und ich habe hier einen riesen Speicher bei Holz. Aus einmal wird Gebäude bauen, ein CO2-Speicher. Das heißt, ich nehme Kohlenstoff ein Kohlenstoffspeicher, ich nehme CO2 aus der Luft und baue den Kohlenstoff in Gebäude ein. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie wir aktiv auch, nicht nur, wir müssen nämlich zwei Sachen machen, wir müssen aufhören, CO2 reinzubringen in die Luft und müssen auch aktiv CO2 rausnehmen. Also das ist für mich eine faszinierende Möglichkeit, die gerade, hey, Holzbau, das können wir in Österreich, oder? Das muss man uns nicht beibringen, da können wir den anderen noch was zeigen. Eine andere Geschichte, die mir total taugt, und das ist erst ein paar Jahre, das war vor 5 Jahren einfach noch nicht Thema, vor 10 Jahren sowieso nicht. Und auf einmal, wo ich mir gedacht habe, ja, es ist Wahnsinn, es gibt Lösungen auch. Ja? Das ist Holzkohle. Holzkohle. Wer hat schon gegrillt von euch? Schon einmal gegrillt so mit Holzkohle? Oder macht ihr Holzkohlegrill? Wie, Holzkohle, das ist ja, wie ist das Holzkohle? Wie fühlt sich das an? Das ist doch so irgendwie so, es ist ganz leicht, gell? So porös. Es ist so ein ganzer luftig, nicht? Holzkohle, Grillkohle, ja, ist ja der Grund, wieso wir überhaupt Eisen verarbeiten konnten. Ne? Weil der Beruf des Köhlers, da hat man sozusagen Holzkohle gemacht, um mit diesem Feuer mehr Temperatur zu kriegen, um das Eisen aus dem Erz rauszukriegen. Also das wäre ohne die Köhler gar nicht gegangen. Das ist eine Technologie, dass wir Holzkohle erzeugen, ist eine Technologie, die mindestens 3000 Jahre alt ist. Können wir Holzkohle machen. Und der Schmäh ist jetzt, und das ist unglaublich, und da ist nie dran gedacht, dass Holzkohle zu über 90% reinster Kohlenstoff ist. Also das, was der Baum aus der Luft nimmt, also den Kohlenstoff, den er einbaut über die Photosynthese in sich, der ist dort drin, in der Holzkohle. Und der ist komplett inert, der macht nichts. Der wird von Mikroben nicht zersetzt, mit dem kann man, also deswegen schluckt man Kohletabletten. Weil die gehen ja mehr oder weniger durch. Vielleicht haften sich ein paar Bakterien an oder so, aber die gehen durch. Die verdaut man, man kann sie nicht vergiften. So wirklich. Ja? Das ist reiner Kohlenstoff. Das heißt, den kann ich nur zerstören, wenn ich ihn verbrenne. Sonst bleibt er einfach. Und die Idee ist jetzt, es zu machen wie die Indianer im Amazonas, Terra Preta, dass man den Kohlenstoff einfach in den Boden einbringt und Humusaufbau betreibt. Weil wenn der Kohlenstoff im Boden ist, also wenn die Holzkohle in den Boden eingearbeitet wird in irgendeiner Form, da wird jetzt viel geforscht, extrem viel geforscht, wenn es eingearbeitet wird, habe ich dieses poröse Ding, hat eine irrsinnige Oberfläche, ich habe eine irrsinnig große Oberfläche für Bodenlebewesen, also Mikroben, die sich da ansiedeln können, und ich habe einen extrem guten Wasserspeicher. Also meine Böden werden dann auch, wenn ich diesen Humusaufbau betreibe, auch werden besser Wasser speichern und das Wasser besser halten. Das, was wir für den Klimawandel
auch hier im Vulkanland unbedingt brauchen. Also das ist zum Beispiel die nächste Möglichkeit und das schaut dann übrigens so aus. Ich war im Weinviertel auf Besuch bei einem Weinbauern, aber ich hätte auch das auch hier, das war zufällig, dass ich dort war und dort gedreht habe, ich hätte es auch in der Steiermark, gibt es auch schon einen, von dem man gehört, der das macht. Der macht aus den alten Rebstöcken, aus den alten, macht er Holzkohle und die schaut dann so aus und das bringt er im Boden ein. Und ich weiß definitiv, der hat sogar so einen CO2-Fußabdruck. Es gibt einen steirischen Weinbauern, jetzt weiß ich leider den Namen nicht, das hätte ich jetzt recherchieren sollen, aber es gibt einen steirischen Weinbauern, der ist, sein ganzer Betrieb ist CO2-negativ. Der baut mehr CO2 über Biochar, über Pflanzenkohle in den Boden rein, als er CO2 über seine Landmaschinen, Dieselmotoren oder ausstößt. Und das ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Also wir müssen nicht nur schauen, dass wir das nichts mehr in die Atmosphäre bringen, sondern dass wir auch zurückkommen. Weil eines ist klar, und das ist jetzt die letzte Folie, jetzt ist es wirklich anstrengend gewesen. Eines ist klar, wenn wir zum Beispiel, das ist eine berechnete Kurve, wenn wir 1,5 Grad halten müssen, was man da sieht, ist der CO2-Ausstoß in Gigatonnen CO2 pro Jahr. Ja? Da sind wir im Moment, also das war 2018, wo das ging, das haben wir 2020, und wir sehen, wir müssen in diesen Jahren ganz runterkommen und dann irgendwann müssen wir sogar Kohlenstoff abspeichern. Das ist hier in diesem Modell ist es sozusagen über Humusaufbau gemacht. Also nicht nur generell, wenn ich Humus aufbaue, habe ich generell nämlich Kohlenstoff aus der Luft. Ja? Das ist ganz klar. Also das heißt, wir müssen diese Kurve schaffen. Wir müssen diese Kurve schaffen, wenn wir sozusagen bis 2100 bei der 1,5 Grad diesem Paris-Ziel stehen bleiben müssen wollen. Wenn wir diese Kurve nicht schaffen, wenn wir sozusagen noch untätig sind die nächsten 10, 20 Jahre und erst nachher runterkommen, dann haben wir eine derartig große CO2-Schuld. Man muss sich vorstellen, wir haben noch ein gewisses Budget in der Luft, das ist so groß. Und wenn wir das jetzt überziehen, dann müssen wir irgendwann wieder einzahlen in die Bank oder in dem Fall fossiles CO2 rausnehmen. Das heißt, das ist das, was wir den nächsten Generationen aufbürden. Also die müssen die Hälfte von dem, was wir jetzt rausblasen, über die nächsten, 40 Jahre aktiv aus der Luft rausnehmen. Und das ist der Grund, wieso wir so wahnsinnig, wieso das so wichtig ist, dass wir jetzt aktiv werden und wirklich vom CO2 wegkommen. Das ist also der Punkt. Ja, also ich glaube, möchte mich bedanken. Danke vielmals. Also das wäre so mein Vortrag gewesen und ich hoffe, es war spannend genug und ich bin jetzt sehr offen für Fragen. Danke. Applaus